Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder bei Ark Survival Evolved auf der Valguero Map. Und jo, es geht gerade die Sonne auf, wunderschön. Herrlich. Na, hallo. Genau, erstmal kacken. So, ich habe auch vergessen, was ich machen wollte. Irgendwas hatte ich noch heute vor, mit euch zu machen, aber ich habe es vergessen. Ich habe ein Level Up. Da nehmen wir Level 80 schon, meine Herren. Ach stimmt, ich habe noch Kaktussaft geholt. Auf dem Weg nach Hause, ich glaube, ich war ja noch unterwegs gewesen. Brauche ich Sauerstoff? Ich nehme einfach mal ein bisschen was. Kann nie schaden. So, ich meine aber, ich hätte auch noch einen Dienst geholt gehabt. So, hatte ich nicht mal so ein Reste-Dingens hier? Reste-Behälter, wo ich alles Mögliche reingetan habe. Nix. Da ist das Werkzeug. Und Pfeile. Und mache ich die Rezepte hier rein. So viele werden es ja nicht. Und hier sind ja die drin, aber. Nee, komm, warte, warte. Schwitzt, was? Das kommt da eh raus, das auch. Das ist der Ariano-Sattel, den ich so mal gekriegt habe. So, der hier kommt da eh nicht rein. Moment. So, hier mache ich nur die Trophäen rein. Genau. Weil das hier auch ein Artefakt ist, das tue ich da mit rein. So, wieso ich eine zweite Metallaxt habe, weiß ich auch nicht mehr. So, dann kommt der ganze Schrott nämlich hier rein. Halt, warte, da war noch was. Das war in einem Singlespielstand, wo ich das noch hatte, genau. So, da oben war noch eine Trophäe, genau. Oder vier, eher gesagt. Dann den hier. Das kann ich alles raustun und woanders rein. Und alles hier mit bei. Fliege, verpiss dich. Das nicht, das hier. Und ich habe Cetin mitgebracht. Muss ich mal kurz das gucken. Wie ist der denn mal? Ach, dieser Vogel. Ich habe vergessen, wie der Vogel heißt. Irgendwas mit A. Nicht Ankylo. Verdammte Axt. Quetz auch nicht. Juteranus auch nicht. Terry auch nicht. Verdammt. Argentavis, hier, den hier meinte ich. Komm, den baue ich nämlich direkt schon mal, weil den möchte ich gerne demnächst zähmen.
werde ich auch direkt hier drin lassen. Hier haben wir übrigens noch ein paar hiervon. Was ist das? Das ist auch noch ein Artefakt. Kein Artefakt hier. Ein Dingens hier. Das kommt mit da rein und das auch. Reste. Und ich glaube, den wollte ich da hinten. Ach, den habe ich schon da drin. Okay. Ich habe hier sogar schon Strom. Ach, was habe ich denn alles gemacht? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. So, damit wir nachher gut was an Dingens bauen können. Ein paar gute, nette Baits. So. Jetzt würde ich gerne noch einen Argentavis suchen. Oder aber, was haben wir noch an Metall? Hier nichts mehr, kann das aus. Barren 1500. Das heißt, ich gehe mal. Na, ich habe den ja letzte Mal gesucht, den hier von sag mal schnell, von Jurassic Park. Aber der ist hier nicht zu finden. Kann man suchen, was man will. Oder wo man will. Der ist einfach unauffindbar. Ach, ich habe die ganzen Scheiß mit. Ganzen Driss habe ich mit. Ach, nee, den wollte ich auch noch nicht mitnehmen. Das ist egal. Ach so, ist gar keine Tür. So. Ja, Entschuldigung. Mein Gott. So, raus, 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 raus. Das raus. Genau. Die Perlen, die brauche ich nicht. Schwarze Perlen. Jetzt sind die alles klar. Ich habe irgendwie was mit den Kaktus-Dingern noch drin. Habe ich nicht. Alles klar. Dann kommen die. Müssen, glaube ich, eher den Kühlschrank. Kühlschränke könnte ich auch da reinballern, wenn ich nachher noch mehr brauche. Da tue ich die hier rausnehmen und pack die rüber ans andere Gehäuse. So. Was haben wir hier überall drin? Ah, hier haben wir den ganzen Rotz drin. Stimmt. So. Mach einfach mal eben kurz hier das da rein, damit ich dann hier nicht mehr machen muss. Halt in eine Richtung. So, auf geht's. Der Nachteil ist wirklich, dass er sehr wenig mitnehmen kann. Also er kann sehr wenig schleppen.
Das ist halt ziemlich schade. Deswegen war ich beim letzten Mal auf Versuche noch nach der Aufnahme. Habe ich noch nach einem Jurassic Park Agent Ankylosaurus gesucht. Aber es ist unauffindbar. Unauffindbar, sage ich euch. Gleich nochmal gucken, was wir noch alles bauen können. Vielleicht habt ihr ja noch so eine Idee, was wir noch bauen können oder basteln können oder sonst irgendwas. Oder was wir mal machen können hier. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Geh weg. Das wollte ich nicht, das war ein Versehen. Wollte mich eigentlich nur umgucken, weil die Hyänen sind nicht mehr da. Da hinten sind sie. Achso, okay. Oh Gott, und der Mammut da hinten sieht ziemlich mitgenommen aus. Der sieht aus, als hätte der schon eine leichte Schlacht hinter sich. Aber er ist siegreich rausgekommen. Boah, guckt euch den armen Kerl an. Boah, 75 Gesundheit hatte der noch. Das arme Stück hier. Hallo, danke. Na? Von einem Skorpion, das ist doch natürlich echt genial. 1215 Zyptien, natürlich, das ist natürlich auch geil. So, Fleisch kann dann dafür weg. Bin ich falsch? Nee. Entschuldigung, ich habe gerade Kaffee getrunken und das zu viel. Oh, da ist noch einer. So, und so gönnt man sich dann die ganzen Cityen, wa? Meine Mutter jetzt sagen würde, Chitin. Aber eigentlich heißt das ja Chitin. Ich denke, das war die falsche Taste, wenn ich... So, wieder voll beladen. Und genauso gehen wir jetzt auch wieder zurück. Also ich weiß nicht, warum es so ruckelig ist, das kann ich euch leider nicht sagen. So, die Hyäne wird uns nicht angreifen, die ist alleine.
denn doch, hat ein Problem. Gucken, was hier liegt. Eine tote Hyäne. Ich meine, wenn wir Fell gebrauchen könnten, dann könnten wir das mitnehmen. Aber das ist erstens so scheiße schwer. Und zweitens haben wir noch einiges, glaube ich, im Lager. Wo laufe ich eigentlich lang? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Noch mehr Kampftote. Da rennen sie wieder weg. Genau, mach dich weg hier. Schildkröte denn hier oben? Mir hat aufgefallen, dass mein Mikro ein bisschen falsch steht. Ist das hier... Ist das das, wovon ich denke, dass es das ist? Nein, das ist es nicht. Alles klar. Das ist normaler Stein. Ich habe gedacht, es wäre Obsidian. Geh weg, Schildkröte. Mach dich weg. Jetzt haben wir wieder die ganze Folge verschwendet und fast nur durch Metall kloppen. Was ich eigentlich nicht vorhatte. Könnt ihr aber mit überlegen. Vielleicht kann ich ja irgendwo anders mal bauen. So im Eisgehege da oben. Aber das ist hier alles so extrem. Ich weiß gar nicht, die Kartenmacher kriegen das irgendwie nicht hin, dass das Frostgebiet so... eigentlich ein bisschen bewohnbarer zu machen, weil selbst mit 20 hier mit 20 wo ist es denn jetzt? Achso, das ist ja nicht meins. Mit 20 Resistenz ist dir selbst mit Pelzanzug immer noch kalt. Ah, das ist wieder so ein ekelhafter Peromastax. Hallo? Oh, jetzt hat er den Steiner kaputt gemacht und sitzt. So. Mensch. So, hier ist noch irgendwo einer rumgeschwört. Oder doch nicht? Ich habe den gerade gehört, aber irgendwie ist er doch nicht da. Ein bisschen zu weit gesprungen. Ich muss direkt nach oben. Verdammter Mist.
Metall. Sehr schön. Schön, schön. So, was können wir die letzten paar Minuten noch machen? Larifari. Gar nix. Bist du? Kann nix. Und du? Bleib stehen. Oh, kann noch weniger. So, ich würde gerne noch weiter auf Suche gehen. Aber ich glaube, da reicht die Zeit eindeutig nicht für. Wir können ein bisschen schnetzeln. Ich grüße dich. Oh. Wo ist er? Verdammt. Da habe ich dich. Kleine Mistkröte. Geh weg. Gib mir meine Pfeile wieder. Nicht den Stein. Es liegt ja cool hier. Naja. Ich würde echt gerne mal ein Tierchen Dingsen zähmen. Und das werde ich auch machen, wenn ihr... wenn ich außerhalb der Dingenszeit. Es sei denn, ihr wollt das mitbekommen. Die Zähmerei. Aber wie gesagt, die dauert halt ein bisschen, ne? Ein bisschen länger. Die dauert so ungefähr, je nach Tier, kann ich sagen, bis zu 3 Stunden kann das dauern. Und ich glaube nicht, dass ihr dabei sein wollt, ne? Das wären dann, ich glaube, das wären ein paar Folgen, ne? So, auf jeden Fall werde ich dann jetzt mal so früh ein bisschen Schluss machen und sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Also, bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.